Nach diesem Video wirst du erleichtert sein, wie einfach es ist, selbstbewusst zu sein. Und du wirst eine ganz andere Sichtweise auf diese Thematik entwickeln. Denn was ist Selbstbewusstsein? Es bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein. Eine Reduktion der Unsicherheit seiner selbst gegenüber. Und das bedeutet auch eine Verringerung der Unzufriedenheit. Wenn du genau weißt, was dein Potenzial in einer gewissen Situation ist und dieses maximal ausreizt, dann bist du nicht mehr unzufrieden mit einem potenziellen Ergebnis, was vielleicht andere in dieser Situation erzielen. Ganz konkret, du hast zum Beispiel ein Talent für Gesang und Gitarre, aber deine Eltern, die schicken dich zum Klavierunterricht. Deine Klavierkameraden, die entwickeln sich alle einen Ticken schneller als du und du wirst dann halt eben unzufrieden. Nicht, wenn du selbstbewusst bist. Wenn du weißt, dass du kein Talent für Klavier hast, eventuell nicht einmal Lust dazu hast, das zu tun, dann ist es eine logische Folge, dass du dich langsamer entwickelst als die Menschen, die Talent dafür haben oder die mit Begeisterung dabei sind. Wenn du dir darüber nicht bewusst bist, also deiner selbst nicht bewusst bist, dann bist du in diesem Moment frustriert und hältst dich einfach nur so für schlechter, nicht gut genug. Sich selber bewusst zu sein über seine Stärken, seine Schwächen, seine Wünsche und seine persönlichen Eigenschaften, das ist der Baustein für ein zufriedenes Leben. Das ist Selbstbewusstsein. In der Welt, in der wir jetzt leben, da wird knallhart von Medien, von Kultur und Interessensgruppen innerhalb der Gesellschaft bestimmt, was gut und was schlecht ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in dem immer noch der allgemeine Leistungsgedanke dominiert. Wie reich ist jemand? Wie viele Klicks hat ein YouTube-Kanal? Wie gut sind die Schulnoten? Überall standardisierte Qualitätskriterien, die allzu häufig dazu führen, dass ein Mensch denkt, er sei nicht gut genug, weil er diesen allgemeinen Kriterien eben nicht entspricht oder so gut entspricht wie irgendjemand anders. Und es wird immer jemanden geben, der besser ist in irgendeinem Kriterien. Wenn man aber über sich selbst bewusst ist, dann verliert dieser Pauschalhammer einer auf Produktivität getrimmten Gesellschaft seine Kraft. Wer bin ich? Was will ich? Das sollten die Fragen sein, die für dich wichtig sind und nicht, was will die Gesellschaft oder wie bekomme ich die Anerkennung von Familie oder Freunden? Und wie wird man denn nun konkret selbstbewusst? Reflexion. Ich weiß nicht, ob ich das Video schon gebracht habe. Wenn nicht, dann wird es bald kommen. Es ist eine wunderbare Methode, anhand eines Timers sich über sich selbst bewusst zu werden und selber zu reflektieren im Alltag. Aber generell muss man natürlich auch mal sich die Zeit nehmen, über sich im Allgemeinen auch Gedanken zu machen bezüglich seiner Wünsche, seiner Eigenschaften, seiner Stärken, seiner Schwächen, seiner Talente. Da sollte man sich auch mal Zeit dafür nehmen. Und da ist natürlich ganz wichtig die eigene Reflexion. Die ganz eigene Reflexion. Und dabei versuchend die Maßstäbe einer Gesellschaft und all das, was von ihr als gut oder schlecht definiert wird, erstmal beiseite zu stellen. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Und deshalb kann man, wenn man eben noch kein Sklave der Meinung von anderen ist, also sich darüber bewusst ist, dass man ja, sehr darauf ja, angewiesen ist, ob ein anderer das als gut oder schlecht bezeichnet und dessen Meinung man als eigener sofort unreflektiert annimmt, wenn man das noch nicht in diesem Ausmaß hat, was hoffentlich bei dir der Fall ist, dann kann man durchaus, um sein Bild etwas zu schärfen und versuchen, objektiver urteilen zu können, dass man dann über seine eigene Reflexion hinaus mit anderen Menschen darüber spricht. Man kann also sich selbst bewusst werden, wenn man mit anderen Menschen über sich selber spricht. Aber konkret mit dem Ziel, sein Bewusstsein für das Selbst zu erhöhen. Also ganz klar kommunizieren, um was es in dem Moment geht. Dass man sich Gedanken macht um diese oder um jene Eigenschaft und wie eben der andere aus seiner Sicht dieses beurteilen würde. Und ganz wichtig, warum er so urteilen würde, wie er urteilt. Also lasst euch das begründen.
Denn offensichtlich, umso mehr objektive, wertvolle Meinungen ihr habt, also nein, andersrum, umso mehr subjektive Meinungen ihr habt, umso eher fügen sich diese vielen subjektiven Meinungen zu einer etwas objektiveren oder realistischeren Meinung zusammen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, auch andere an diesem Prozess der Reflexion des Selbstbewusstseins mit teilhaben zu lassen. Und man wird auch schneller, kommt schneller zum Ergebnis, wenn man mit anderen interagiert. Aber ganz konkret immer auf diese konkreten Fragen eingehen, also Eigenschaften und Dinge, und nicht so allgemein reden lassen. Und wichtig dabei ist bei den Personen, dass diese Personen idealerweise keine persönliche Beziehung zu dir haben. Also dass sie nicht irgendwie schon eine Vorgeschichte mit dir haben. Sondern dass diese Personen einfach ihren Eindruck teilen anhand eines Gesprächs oder zwei, drei Gesprächen. Sobald ein Beziehungskonstrukt wie Familie, Liebe, Freunde oder irgend sowas besteht, ist die Gefahr, dass bei der Beurteilung durch eine andere Person persönliche Motive eine Rolle spielen. Selbstbewusstsein ist nicht das von sich überzeugt sein. Das ist ein ganz wichtiges Statement. Und viele verteidigen so ein falsches Bild von sich, was gesellschaftlich anerkannt ist, und denken dann, sie sind selbstbewusst. Ein erfolgreicher Chef von einer großen Firma, der selbstbewusst in diesem Sinne auftritt, kann seiner Natur zuwiderhandeln und sich selbst nachhaltig schaden, obwohl er selbstbewusst ist. Wenn derjenige zum Beispiel sich selbst bewusst wird, dass er nicht streng sein möchte, dann wird das Unternehmen wahrscheinlich nicht ganz so viel Gewinn machen, aber er wäre im Gleichgewicht. Und das ist das Wichtige im Leben, dass man sich selber bewusst ist, dass man selber bewusst ist, was man gern möchte, was man kann, wenn man in den Flow kommt. Die Zahlen auf dem Bankkonto oder die Reputation einer beruflichen Tätigkeit oder die Anerkennung durch quantitative Indikatoren wie Klicks und Likes, die haben allenfalls für den Durchschnitt der Gesellschaft eine Bedeutung. Aber du lebst dein Leben und nicht das Leben einer Gesellschaft. Aber wie willst du dein Leben leben, wenn du dir deiner nicht selbst bewusst bist? Darum geht es. Schwächen anzuerkennen und zu akzeptieren ist wahres Selbstbewusstsein. Natürlich auch Stärken anzuerkennen und zu akzeptieren ist wahres Selbstbewusstsein. Alles, was mit dem Selbst zu tun hat. Und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Ausgehend von sich selbst und die Meinung sammeln von möglichst neutralen Personen. Und sich damit auch gegen den gesellschaftlichen Konsens zu stellen und sich selbst auch Raum zu geben, zu erkennen, wer man ist. Und egal was da auftaucht, und egal wie negativ ihn eine Gesellschaft beurteilt für das, was er tut, das was du tust, musst es annehmen. Du bist es. Wenn du die Fantasie hast, dass du Menschen umbringst, jetzt was ein ganz krasses Beispiel. Natürlich ist gesellschaftlich geächtet, aber du musst es trotzdem annehmen. Es gibt ja auch die Menschen, die Pädophile, die Sexualität mit Kindern, die das anzieht, die gehen aber, und da gibt es die Menschen, die gehen zum Krankenhaus und sagen, hey, da stimmt was mit mir nicht, ich nehme das an und mach damit. Und die finden ihren Frieden, die finden wirklich ihren Frieden. Im Gegensatz zu demjenigen, der dann vielleicht auch einem Kind mal was antut, der findet nicht seinen Frieden. Der findet nicht seinen Frieden, weil er nicht sich selber bewusst geworden ist. Und das sind so Dinge, die fehlen mir so in der Selbstbewusstseinsdiskussion total. Da geht es immer nur um Erfolg und um Stärke und um möglichst der Ellenbogen. Wie erreichst du deine Ziele? Aber sich erstmal bewusst darüber zu machen, was sind die Ziele? Na? Was sind meine Talente? Vor allem, was sind meine Schwächen? Das vermisse ich. Und selbst wenn man dann erkennt, dass man Fehler hat, also Fehler im Sinne von ausgehend von dem Konsens der Gesellschaft, dann kann man trotzdem lächeln, weil man weiß, wer man ist. Man weiß, man ist real. Man hat kein falsches Bild von sich. Und man ist nicht bloß eine Marionette in den komplexen Machtstrukturen einer materialisierten Welt. Finde dich selbst, finde deine Wahrheit und du erfährst dann, was es bedeutet zu leben.
verpasse diese Chance nicht. Auf keinen Fall ist das Schönste, was du erfahren wirst, reales Leben.